So, meine Lieben, da sind wir auch wieder. Wir haben den Code bekommen, befinden uns jetzt auch in der Draft-Lobby. Die Buns sind von Second Division einmal Seraph und das Grace Gaming EU-Team hat Greystone gebannt. Oh ja. Was hältst du denn? Also, Seraph kann ich verstehen. Ja, auf jeden Fall. Greystone kann ich aber auch verstehen. Der hat definitiv auch seine Bannberechtigung. Einfach, weil je nachdem, wie gut der gespielt wird, hat er einfach Potenzial, das Gegnerteam sowas von unter Druck zu setzen und gerade mit seiner Ultimate da auch, ja, sag ich mal, Stress anzufangen und gut durchzuhalten. Deshalb sind das schon legitime Picks, denke ich, für die Bands. Ja. So, da haben wir den ersten Pick auf der Seite von Second Division. Und zwar die gute Sparrow. Schon mal ein ziemlich starker ADC, muss ich sagen. Trace hat als ADC auf Kylo den Twinblast gepickt. Ja. Makaka, ich hoffe, der heißt jetzt so. Pick den Howitzer. Okay, wohl. Da könnten wir eine Midlane schon haben. Könnte aber auch auf der Offlane sein. Könnte auch auf der Offlane sein. Was tatsächlich auch gespielt wird, zwar sehr, relativ selten, aber es funktioniert auch, ist der Howitzer Support. Aber da gucken wir erstmal auf das weitere Team, wie es da aussieht. Gut, Bellica und Aurora. Ziemlich stark. Bellica, ja, können wir eigentlich noch nicht sagen, wer jetzt auf welcher Lane genau steht. Aurora könnte als Support fungieren, genauso wie Bellica. Trace hat auf Phipps die Gadget gepickt, sehr wahrscheinlich auf die Mitte. Und Blue Froggy bekommt den Kwang. Ja, könnte ich mir genauso vorstellen. Dann hätten wir den Howitzer auf der Offlane. Ja, da haben wir auch unseren Decker-Support und unseren Rampage-Jungle, nehme ich mal an. Gut, dann würde die letzte Aurora Pick sein. Für das Team von Trace auf A7 ist der gute Stil. Ja, ziemlich starke Teams auf jeden Fall auf beiden Seiten. So, wechseln wir jetzt auch langsam mal ins Spiel hinein. Dauert immer ein bisschen. Der Client von Epic Games ist jetzt nicht der schnellste, finde ich. Aber ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, was sie aus der Kombination Howitzer und Gadget machen können. Weil ich hätte da in dem Team dann doch eher die Decker gesehen, die natürlich jetzt bei Second Division ist. Aber was sagst du? Können die da trotzdem was Gutes draus machen? Ja, Playpotenzial ist auf jeden Fall möglich. Also es ist sehr viel CC dabei, auf beiden Seiten auf jeden Fall. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Es lädt ein bisschen. Aber wir dürften jeden Moment im Game drin sein. Also im Spiel sind wir. Ich habe mal kurz pausiert. Ich muss noch ganz schnell noch was einstellen hier. Okay. Gut. Bleibt dran, Leute. Dauert nur einen Moment. Ich bin etwas unbeholfen, was Streaming und dergleichen angeht. So, jetzt muss es stimmen mit den Namen. Ja, dann sage ich mal, Abfahrt hier. Starten wir das Game. Und schauen wir mal. Gut, Aurora offlane, wie gedacht. Und wird sie die Lane freezen? Ich würde doch mal sagen, ja. Weil gerade gegen Decker und Sparrow ist es vielleicht sinnvoll, da auch die Lane erstmal ein bisschen an den eigenen Tower ranzuholen. Gut, natürlich Dumpwards werden gestellt. Ganz klar, gute Positionen auch. Aber aktuell auch keine Kämpfe um die Dummy-Wards. Also ziemlich safe auch insgesamt gestellt. Okay, einer was tiefer hier vom Second Division Team. Aber gut. Ich hätte jetzt auch, weiß ich nicht, hätte auch erwartet, dass da vielleicht relativ schnell auch schon was im Jungle an Fights zustande kommt. Schon bei dem Placen der Wards. Aber gut, die beiden Teams sind safe, wie du schon sagst. Dann wollen wir mal gucken, was sich jetzt so entwickelt. Ja, wollen wir mal gucken, was die so gebaut haben, oder was heißt, was sie gebaut haben, was sie sich early halt zugelegt haben. Kwang im Jungle mit dem Sauger des Kopfgeldjägers. Ansonsten ganz klassisch. Okay, Steel startet ziemlich schnell mit dem Diadem des Lebens. Hört sich für mich danach an, dass die beiden ziemlich schnell für Pressure auch gehen wollen. Mhm. Was haben wir auf der anderen Seite?
Ja, die altbewährte Sparrow-Decker-Kombination auf jeden Fall sehr böse. Bei einem sehr soliden Cage, Sparrow-Ulti-Dursch. Aber man muss natürlich auch sagen, Howitzer ist ein sehr guter Offlaner. Und da werden die beiden auch, je nachdem, Schwierigkeiten bekommen, da relativ schnell für den Tower zu gehen. Würde ich jetzt sagen. So, da haben wir Bellica und Gadget. Da sieht man auch schon, dass die Pressure eher auf Seiten der Bellica stehen. Und da sind die auf dem Tower. Kostet ein paar Last Hits oder einen viel mehr. Was jetzt so früh noch nicht so tragisch ist. Ich sehe, dass wir keine Lebensbalken haben. Ich muss mal kurz 10 Sekunden weg, 10 Sekunden vor. Und da sind sie auch schon wieder. Sehr gut. Also auch noch ganz entspannt die Laning Phase. Ganz klassisch. Der Quang befindet sich jetzt am Green Buff. Wird er sehr wahrscheinlich jetzt Richtung River Buff moven. Jeden, also gleich 10, 13 Sekunden noch. Und dann eventuell auch schon für einen Gank gehen. Das wäre sinnvoll auf jeden Fall. Rampage hat jetzt auch sein zweites Lager im River gemacht. Positioniert sich schon mal für den River Buff. Den hat er auch auf jeden Fall nötig. Ihm fehlt ziemlich viel Mana. Okay, da werden wir jetzt sehen. Fips versucht. Er bekommt ihn. Gut. Oh, hier könnte schon was passieren. Rampage hat wieder Mana, aber da kam schon der Quang zur Hilfe. Wir waren nochmal gut gesaved von Quang. Das hätte böse für die Gadget enden können. Hat ein bisschen sehr nah in Range zum Rampage gestanden. Also auf jeden Fall. Wenn man schon Range-Caster ist, dann sollte man auch diese Range beibehalten. Ja. Aber gut. Dann schauen wir doch mal. Von Howitzer rüber. Da sieht man es, das was ich meinte. Howitzer ist ein sehr guter Offlane-Pusher. Und gut, die beiden spielen jetzt auch noch erstmal sehr safe, um eventuell einen Gank vorzubereiten. Rampage geht ziemlich tief, versucht jetzt von hinten an die Gadget zu kommen, misst allerdings seinen Stein und zieht wieder ab. Das wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, jetzt da auch wieder gewesen, die Gadget nochmal zu nehmen. Jetzt Howitzer gut gepokt hier von der Decker, bekommt auch den Stun hier ab. Aber dann steht er schon kritisch tief. Da können das sie aber. Das First, es ist das First Blood. Ja. First Blood für das Team von Second Division. Aber das war auch ein bisschen, also da sieht man dann, natürlich ist er ein guter Offlane-Pusher, wie ich gesagt habe, aber man muss natürlich auch im Auge behalten, gerade bei einer Decker auf der Lane, dass wenn der Stun kommt, man auch sehr schnell Schaden bekommt im Early Game, gerade von der Sparrow. Muss man da aufpassen. Ja. Gehen sie auch gleich für Pressure auf den Safe Lane Tower. Was natürlich auch Sinn macht. Quang muss allerdings jetzt steffen und hat halt nicht die Zeit, um im Jungle weiterhin zu agieren. Verliert dadurch auch ein bisschen Farm. Das stimmt. Aber Objectives geht halt leider vor. So sieht's aus. Und jetzt müssen wir auch sofort wieder für den River Buff move. Der Rampage ist schon am Black Buff. Das könnte jetzt natürlich auch gefährlich werden für das Team von Draze. Ein Rampage mit Black Buff, wenn der einen CC landen kann. Oh, schöne Howitzer Mine. Und da scheinen erstmal alle safe zu sein. Hat er gut entschärft. Zumindest der Howitzer. Gut aufgepasst. Ja, in der Mitte weiterhin ganz entspannt wohl am Farmen. Beide scheinen jetzt nicht mega auf Action aus zu sein. Aber es ist nicht verkehrt, wenn so ein AP-Carry gut gefeedet ist. Also Mid-Game als AP-Carry ist wirklich gefährlich. Das stimmt allerdings. Jetzt wird sich entscheiden, wer wird den Blue-Buff holen. Es traut sich so wirklich keiner ran. Zuerst mal, da wird gedewordet und es sieht aus, ja, die Gadget bekommt ihn. Gut, ob ich da jetzt für den Ward gegangen wäre, anstelle des River Buffs, wenn ich die Bellica wäre. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Entscheidung war. Aber gut. Alpha hat auch noch genug Mana, also fast volles Mana. Rampage steht jetzt in Position mit Green Buff zur Offlane. Allerdings haben sie schon hinten im River den Ward und konnten so Bellica predicten. Ja. Also das Ganze auch wieder entschärft und weiter geht zum Farmen in den Jungle. Ja, die Mitte schiebt sich weiter hin und her, den nur für den Farm. Ja, man muss auch sehen,
die Minions sind eher in dem Tower von Alpha Wolf, was ihn auf jeden Fall immer wieder Last Hits kostet. Ne? Das ist nicht so gut. Und da muss er auch gucken, dass er vielleicht ein bisschen Gegenpressure aufbauen kann. Und ja. Aber bietet natürlich auch für den eigenen Jungler halt die möglichen Ganks auf Fips dann in der Mitte. Allerdings, allerdings. Oh, hier wird jetzt auch wieder gemoved für den nächsten Blue Buff. Aber den konnte sich Alpha Wolf ziemlich schnell sichern. Gut, auf der anderen Seite haben wir jetzt ein Gadget mit einem Red Buff, so wie das aussieht. Was natürlich auch wehtut. Da tut die Mine weh. Aber gut, das werden wir vielleicht sehen. Entwickelt sich was? Aktuell noch eher entspannt. Ich denke, beide versuchen erstmal die Situation zu analysieren, welcher Gegner wie agiert, was die Vorzüge von den Leuten sind, Rotations und dergleichen. Wir haben bis jetzt aktuell auf der Seite von Twin Blast mehr Pressure auf den T1 Tower bekommen. Aber Sparrow und Decker auch konstant, solide, immer weiter, schönen Pressure halten. Da kommt auch viel Damage jetzt mittlerweile zusammen. Auf jeden Fall jetzt zwei Drittel des Towers nehmen können. Und wenn sie Glück haben, können sie mit der nächsten Minion Wave dann auf den Tower nehmen. Obwohl Paulzer ist jetzt Level 5, er kann auch nochmal mit seiner Ultimate safen. Oh, da kommt Steel. Wird wahrscheinlich auf Rampage engagen. Misst allerdings seinen Slash, seinen Dash. Dankeschön, das Wort hat mir jetzt hier gefehlt. Rampage hat jetzt auch seine Ulti benutzt, aber die hat ja auch so gefühlt gar keinen Cooldown. Hier geht auch schon ein kleiner Kampf zustatten. Aber schnell entschärft. Also muss wirklich sagen, beide Teams sehr safe unterwegs. Noch nicht viel Early Action. Da müssen wir mal sehen. Da haben wir in der Mitte ein bisschen Pressure auf die leichten, auf den guten Fips. Ja, Fips hat jetzt ein bisschen Poke kassieren müssen, aber noch nichts, was jetzt wirklich gefährlich wäre. Okay, da wird der Ward geplaced. Auch ein ziemlich wichtiges Tool, sage ich mal, für den Midlaner. Genau da den Ward hinzusetzen, einfach um auch einen Gank zu verhindern. Hier wieder der Kampf um den Red Buff. Und der war ziemlich safe für Felica. Einfach, da ist der Rechtsklick ziemlich gut, um die Buffs abzugreifen. Das muss man wirklich sagen. Ja, schauen wir uns doch vielleicht mal den Farm an. Es sind jetzt 9 Minuten vergangen. Das blaue Team Grace Gaming EU führt im Moment farmtechnisch 20 Farmen. Das ist noch etwas, was man auch in den nächsten paar Minuten gut wieder aufholen kann. Und da ist auch gerade der Offlane Tower auf der Seite von Second Division gefallen. Wie sieht der andere Tower denn aus? David? Na, okay, der ist auch weg. Okay, das war jetzt der Tower von Second Division auf der linken Seite. Okay, tut mir leid. Kein Thema. Habe ich mich verguckt. Na gut. Also es geht doch schon ziemlich zügig vorwärts, zumindest was Objectives angeht, ist denke ich die optimalste Wahl. 10 Minuten, dass da der erste Tower mal fällt, ist eigentlich auch schon überfällig, kann man sagen. Je nachdem fallen wir schon nach der 5. Oh, da kam der Lockup auf Fips, aber sonst nichts weiter. So einen schönen One-on-One. In der Nähe. Jetzt haben wir noch Quang in der Mitte als Unterstützung. Vielmehr erhält erstmal die Lane, damit Fips mal zurückgehen kann. Mal gucken, was er sich kauft. Early Damage ist, denke ich mal, ziemlich wichtig. Aber ich würde auch sagen, mach bitte. Ja, dann schauen wir doch mal, was der Gute sich gekauft hat. Okay, ein Stoßantrieb und ein Silberschwer. Early Damage, wie gesagt, ziemlich gut. Und da dürfte jetzt auch eben die Mine von Gadget ziemlichen Schaden machen. Muss das Gegner-Team jetzt machen. Hauitzer musste jetzt auch ulten. Guter Damage, guter CC auf jeden Fall, aber da konnte auch wieder sofort escapen. Die Kleine ist so unglaublich mobil, da könnte allerdings jetzt gedived werden. Sie hat das Schwert abbekommen, die Ulti von Quang und da wurde sie auch sofort abgeholt. Schönes Play hier von beiden. Rampage gleich wieder zur Stelle. Solider Schaden, gleich in die Ulti gewechselt und kann dann auch sofort den Howitzer abholen. Hier versucht man dann gleich weiter auf den Quang zu gehen. Alpha Wolf hat allerdings die Unterstützung von der Gadget gesehen und geht erstmal wieder safe beiseite. Ist auch wirklich besser, denn gegen das Matchup
weiß ich nicht, ob das so gut für den guten Alpha ausgegangen wäre. Aber ja, schöne Kills, die wir gerade gesehen haben. Gut gemacht. Und gut, der Tower Dive, der war unvermeidlich. Da hätte Badass auf jeden Fall zurückgehen müssen, nicht im Tower stehen bleiben dürfen. Aber gut, Quang war schnell zur Stelle. In der Mitte wieder leichter Poke mit der Mine. Rampage aber gleich wieder zur Stelle, um die Situation zu entschärfen. Wir sehen jetzt auch links auf der Lane, dass die ADC-Support-Kombination sich gegenüberstehen. Also hat auch Steel gerade, wie wir sehen, ziemlich viel Schaden bekommen und muss zurückgehen. Und jetzt steht Twin Blast alleine im Tower. Und das könnte natürlich, je nachdem, auch schlecht ausgehen, wenn jetzt noch jemand, wie zum Beispiel Rampage, dazu käme. Könnte auch wieder ein Tower Dive stattfinden. Ja. Aber gut, da ist auch Quang wieder. Rampage versucht jetzt noch von hinten auf den T1 Tower. Quang zückt das Schwert auf die Deckard, aber da ist die Sparrow gleich zur Stelle mit der Ulti. Rampage in der Ulti, um das Ganze tanken zu können. Da wurde der ADC von Drace Gaming sofort abgeholt. Gutes Play hier an der Stelle. Auch gut von Rampage sofort den Schaden des Towers auf sich zu ziehen. Ja, gut gespielt. Muss man sagen. Und jetzt auch klar, beide müssen sich zurückziehen und gehen wahrscheinlich jetzt auch erstmal zurück in die Base und shoppen ein bisschen. Ja, Minute 14. Ich hoffe, wir sind jetzt auch was lauter. Wir haben uns ja schon was lauter geschaltet, auch in der Software. Ich hoffe, dass es jetzt etwas besser für euch wird. Es tut mir leid, falls es nicht so ist, aber es ist irgendwie, mein Mic will sowieso den ganzen Tag schon nicht so. Heute Mittag ist es auch ausgefallen. Aber naja, da kommt hoffentlich bald auch guter Ersatz. Außerdem, ja, das Wichtigste ist, wir sind hier, wir sind bei euch. Gutes Game. Ja. Ja, farmtechnisch mittlerweile auch aufgeholt, ziemlich ausgeglichen. Also diese 4-5 Farmen machen es jetzt wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall. Gut, da wird der Tower auch gut gesaved von Phipps. Aber Swarding ist insgesamt auf beiden Seiten ziemlich stark. Also ja. Man sieht auf jeden Fall, dass Second Division die Umgebung zu den Raptors ein bisschen mehr under control hat als Drace Gaming. Ich denke, da ist man schon gut am Preparen für. Raptors absolut wichtig, sehr viel CP auf jeden Fall, wenn man das auch dem ADC, also dem Haupt-Damage-Dealer, überlässt. Ja, definitiv. Müssen wir mal schauen, ab wann sich die Möglichkeit ergeben würde, die Raptors auch zu machen. Weil da ist ja relativ, also muss man gucken, je früher man dran geht, desto gefährlicher ist es, da wirklich dann auch einen gegnerischen Gank zu erwarten und dann als Verlierer, sage ich mal, da wieder rauszugehen. Und die Raptors im schlimmsten Fall noch zusätzlich zu verlieren. Decker versucht auch hier den Quang auf Entfernung zu halten, damit er wohl nicht warden kann. Doch ein Ward steht da. Howitzer ist aber auch sofort zur Stelle und snackt sich den Black Buff. Jetzt sollte er hier allerdings auf jeden Fall mal ein bisschen Abstand gewinnen. Sparrow, Decker auch in der Nähe. Das Team von Drace Gaming Support. Oh, da ist Rampage gleich zur Stelle mit der Ulti hineingegangen. Gleich hinterher auf den Steel. Twinblast muss jetzt auch versuchen, hier zu entkommen. Wird allerdings weiterhin verfolgt. Supermobil hier, Badass Killer. Aber gut, er kommt weg. Kylo ist draußen, aus dem Teamfight. Und ist safe. Aber da braut sich ein bisschen noch was in der Mitte zusammen. Ah, gut, jetzt löst es sich langsam wieder auf. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, ob sie erstmal versuchen wollen, für den T1 mit Mitte zu gehen. Oder ob sie echt sagen, wir versuchen jetzt irgendwo über die Außenlane zu kommen. Da ist ja auch weniger Flankiermöglichkeiten für den Gegner da. Aber T1 Mitte schon sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall. Ich muss immer noch ein bisschen rüberschielen, um zu gucken, welches Team auf welcher Seite steht. Ja, das kenne ich. Da fehlt ein schönes Overlay irgendwie in-game selber. Ja. Aber ich denke, da ist Epic Games jederzeit bemüht, da immer weiter nachzuhelfen. Dürfen wir auch noch viel, viel Schönes, denke ich mal, erwarten. Gut, da können wir auch jetzt den Schaden der Mine sehen. 200, ja,
solide für den Anfang. Die wird definitiv noch wesentlich mehr Schaden machen. Rechnen wir mal 300 obendrauf. Das tut schon weh. Was hat die für eine Cooldown? Das kann ich dir so genau gar nicht sagen auf Max Level. Ich würde so auf 5 Sekunden ungefähr tippen. Also auch gar nicht so lange. Ja, also alle 5 Sekunden 400 möglicher Damage ungefähr, je nach Armor-Werten. Das ist schon das solide. Das ist schön, aber je schneller man die wieder einsetzen kann, desto schneller verbraucht man das Mana. Und da ist gerade bei Gadget das Problem. Die verbraucht wirklich sehr viel Mana. Ja, da muss man, also das ist noch schwieriger, dass da die Kontrolle zu behalten, als jetzt sage ich mal mit Bellica. Mit Bellica finde ich, ist es relativ günstig, relativ einfach. Aber Gadget ist da schon ein bisschen, ja, ein bisschen anspruchsvoller, sage ich mal. Allerdings habe ich auch das Gefühl hier, dass da die Gadget eigentlich so viel Mana halt nötig hat, eher weniger die River Bus under control bekommt. Das stimmt. Also so jetzt mein Gefühl. Gut, hier ist ein kleiner Poke wieder. Aber da hat man auch schon wieder den Schaden von Bellica gesehen, der auch nicht gering war, muss man sagen, auf die Gadget. Gut, jetzt wird ein bisschen geroamed. Jetzt kommt der Stun von Decker daneben. Allerdings ein Knock-up. Rampage zur Stelle. Und da ist Gadget down. Der schöne Kombination. Ja, Bellica auch viel Schaden bekommen durch die Ulti von Gadget. Aber sonst sind alle safe draußen. Und jetzt können wir in die Mitte nochmal gucken, ob sich da noch was ergibt. Wann in der Mitte und Steel, aber das Schwert misst. Schade, da hätte auch nochmal... Aber die Decke hätte auf jeden Fall hier, denke ich, auch mit dem Stun sofort was entschärfen können. Und so nah wie beide halt zum Tower waren, denke ich, wäre da jetzt nicht so viel passiert. Aber gerade die Kombination Kwang und Steel wären in der Situation schon schwierig zu handeln. Denn wenn Kwang reingeht mit seiner Ultimate und Steel auch noch reingeht und den ADC noch rausschießt, sage ich mal, sehen die Chancen schon ziemlich gut aus, da auch den Kill zu kriegen. Aber hier sehen wir auch... Aurora zündet die Ulti auf Kwang und ja, ziemlich klar, ziemlich schnell weggesnackt und gut gemacht. Outer jetzt auch vom Deckers dann erwischt und wird hier auch ziemlich schnell abgeholt. Guter Damage mittlerweile von der Sparrow. Damit sind zwei des Teams schon draußen. Schöner Shutdown, allerdings wahrscheinlich auch ein bisschen out of position hier an der Stelle, hier einfach oben am River entlang zu laufen. Stimmt, ja. Aber gut, jetzt werden. Was? Nee, schon gut. Ich habe mich versprochen. Okay. Gut, jetzt haben wir hier mit der gegnerische Green Buff gemacht. Haben sie ihn bekommen? Es sieht Green ganz Buff danach auf, aus, ja. Auch ja, Aurora. Bad as Killer konnte ihn bekommen. Auch ziemlich gut auf dann ziemlich bald den gegnerischen Jungle leer zu räumen. Gerade den Green Buff, um da auch, sag ich mal, Pressure mit aufbauen zu können. Weil das Schild Sparrow geht auch jetzt für die Raptors. Also sie halten halt weiterhin in der Mitte. Bisschen Pressure, damit die Gegner sich nicht gut bewegen können. Gegner haben auch keine Wards in der Nähe der Raptors. Sehen also gerade gar nicht, dass sie gemacht werden. Und können auch da nicht reingehen oder ein Teamfight, sage ich mal, forcieren. Ja, damit sind alle drei Raptors bei der Sparrow gelandet, was ziemlich gut ist. Pettis Killer ziemlich lange hier weit vorne im River geblieben. Musste jetzt ein bisschen Poke nehmen, aber Green Buff fängt sowas locker ab. Eben, gut, der Green Buff ist weg, aber... Jetzt forst man allerdings für die River Buffs. Howitzer scheint links am River Buff ziemlich offenes Spiel zu haben. Rechts könnte sich was entwickeln. Ist jetzt ab. Gut, Rampage hat den Red Buff. Da wurde jetzt nicht für einen Teamfight gegangen. Ah, gut. Wobei da auch... Das Team von Drace? Genau, das Team von Drace da vielleicht ein bisschen vorne gelegen hätte. Also ruhig auch den Buff hätten contesten können. Aber gut.
ein bisschen festgefahren, finde ich, jetzt die Situation hier in der Mitte insgesamt. Also man belagert viel, aber ohne wirklich für den nächsten Objectives, also den T1 Tower, gehen zu können. Hier musste jetzt Howie auch ulten, wurde allerdings vom Rampage-Stein abgeholt, hat noch einen Stun-Up bekommen, ist jetzt im Tower gelandet und hier der Shutdown auf Howie. Gut, da haben wir den Decker-Cage noch. Steel ist im Cage, Twin Blast. Bisschen weit zwischen den Gegnern gefangen. Also jetzt geht es aber auch gleich weiter auf Rampage. Steel weit vorne, ist auch ziemlich schnell jetzt geplatzt hier. Gut, da konnten sie 3 Kills nehmen. Gadget auf der Safe Lane, nicht im Teamfight mit drin. Jetzt können sie sehr wahrscheinlich auch safe für den Tower gehen. Ja, auf jeden Fall. Der Quang ist aktuell hier alleine. Der Tower scheint auch nur noch aus Pappe zu bestehen. Also viele Schläge hat der nicht mehr nötig. Und so wie das aussieht, könnten sie da auch vielleicht noch für 2 Kills gehen. Ein 5 gegen 2. Da sitzt auch der Stun. Sehr gut. Und das war's mit Quang. Noch haben sie Zeit, also Steel ist noch 5 Sekunden down und die Gadget hat jetzt auch kein Mana mehr, also hier kann man auf jeden Fall noch versuchen für den T2 zu forcieren. Also man kann auf jeden Fall noch guten Schaden auf den T2 überbringen. Ja. Twin und Steel und Howie wieder ab, auch jetzt auf dem Weg, jetzt sollte man versuchen back zu gehen. Gut, Bellica ist auch ziemlich low vom Mana her, genauso wie Rampage. Rampage gönnt sich noch schnell hier den Green Buff. Gut geplayed auf jeden Fall. Muss man sagen. Auch der Emberling ist leer, so wie es sein muss, sag ich mal. Als Gegnerteam immer den Emberling leer räumen. Und jetzt, ja. Ja, was hat sich denn mittlerweile getan? Also es steht jetzt wirklich mit 11 Kills für Second Division gegen Drace Gaming. Aktuell nur einen Kill. Diesen einen Kill haben sie jetzt auf Badass Killer gelandet, also auch auf der Offlane. Das kommt schon mal vor, kann man sagen, auf der Offline. Also 1 gegen 2 ist jetzt nicht das Angenehmste. Das stimmt allerdings. Aber gut, da sehen wir auf jeden Fall die Kill Advantage. Auf welcher Seite diese sich befindet. Ja, muss man jetzt sehen. Genau, sie haben ja auch die 3 Raptors bekommen. Ne? Damit auch schon mal 3 CP mehr als das Gegnerteam. Also ist auf jeden Fall die CP Advantage ist da auf Seiten von Second Division. Ja, und farmtechnisch haben wir jetzt auch nach wie vor ausgeglichen, Unterschied nur von etwa 10 Farmen. Also wirklich nichts Weltbewegendes, 24 Minuten sind jetzt vergangen. CP-technisch können wir mal gucken. Mir wird auf Vulpix nach wie vor 14 CP angezeigt, aber ich... Und Level 5? glaube, das ist dann ein Bug oder ja, was ist hier passiert? Vermuten. Wo ist sie denn? Können wir da mal... Ja. Also tatsächlich auch in-game wird mir jetzt Level 5 angezeigt. 5. Ich weiß jetzt nicht, ob sie einen DC zwischendurch hatte und wir es einfach nicht bemerkt haben. Oder ob sie halt einfach irgendwie... Ja, ich weiß nicht, was kann da passieren? Entweder die Möglichkeit eben eines Disconnects, den wir jetzt übersehen haben, oder... Es ist ein Ingame-Fehler, also es ist ein Anzeigefehler, das kann natürlich auch sein. Ich meine, sie hat ja eben die Raptors gemacht mit Rampage zusammen, also da müsste CP-technisch mehr dabei sein. Ja. Müssen wir mal schauen, wie das jetzt die nächsten Minuten so aussieht. Also das Team von Second Division ziemlich tief hier bei Drace Gaming, haben auch ziemlich starke Ward Control jetzt auch vom River aufwärts zum Gegner-Jungle hin. Ist auch die Mitte ist auch stets belagert. Na gut, sie haben auf jeden Fall ne, nicht nur CP-Advantage, auch die Tower-Advantage. Hier steht der Stein auf Phebs und da wird er auch gleich abgeholt. Ja, das geht schnell. Quang zur Stelle. Jetzt auch nur noch in der Möglichkeit, das Ganze hier deffen zu können. Also der Force für die Mitte scheint sich auch solide Stück für Stück immer weiter auszubauen. Und Second Division ist auch gut dabei, weiter zu pushen. Auch in einer guten Position genau dafür. Auf der Safe Lane haben sie den Slow Push, wo gleich sehr wahrscheinlich eine sehr große Wave auch ankommen wird am T2 Tower. Hier ist auch gleich der Cage von der Decker zur Stelle. Rampage mit der Ulti, fährt immer weiter Damage auf Blue Froggy. Gut, Badass hat den Badass Tower getankt und musste leider dran glauben. Und... Gut, Steel überlebt. Aber da das heißt, sind auch die nächsten Minions und damit wird wohl der Tower auch
untergehen, sage ich. Schöner Stein hier, Steel auch gleich wieder abgeholt. Ja. Und Bellica und Rampage zusammen hier. Und da fällt auch der erste T2 Tower, Minute 26. Das ist eine gute Zeit für den ersten T2. Decker auch gleich zur Stelle. Hier wird man wohl versuchen, auch noch den ADC abzuholen. Da ging der Stun leider daneben. Und jetzt ist halt auch wichtig, auf Seiten von Second Division auch die Pressure zu behalten. Da wir sehen, auf der Safe Lane ist auch der Tower. Ist er weg? Er ist weg, der Tower, genau. Ja. Haben also gerade zwei T2 Tower verloren. Das tut schon weh auf jeden Fall. Sehr weh, ja. Gut, jetzt wird für die Buffs gegangen. Der Gegner-Jungle wird leergeräumt wieder. Also, Drace Gaming hat sehr große Probleme, da wirklich auch an CP zu kommen und da ein bisschen aufzuholen. Was wäre die Möglichkeit denn jetzt von Drace Gaming, was sie machen könnten, um da vielleicht nochmal das Ruder rumzureißen? Also man muss es halt wirklich aussitzen. Ne? Es sind 12 Kills Unterschied dabei. Jetzt muss man wirklich versuchen, irgendwie für das Late Game forcen zu können. Nur Kills holen, wenn der Gegner halt irgendwie zu tief geht. Einen ordentlichen Fokus, ordentliche Calls im TS oder Discord zu setzen, je nachdem, was die Jungs aktuell benutzen. Und das Ganze aussitzen. Also Minute 45 plus haben sie eine Chance. Ja. Das wird wirklich die einzige Möglichkeit bleiben. Ja, dann können wir sehr wahrscheinlich auch bald erwarten, dass es in Richtung Orb Prime geht. Und dass es da dann zu einem Teamfight kommt. Nur da finde ich jetzt auch, da wird auch schon gewardet. Müssen wir mal schauen. Grace Gaming hier allerdings auch keine Wards mehr am OP. Sind aber gleich zur Stelle, haben den blauen Ward platziert. Haben jetzt wenigstens schon mal Vision. Twinblast geht hier jetzt auch für die Raptors an der Stelle und baut sein Lead etwas weiter aus. Schauen wir doch mal. Ja. Okay, es ist jetzt ein bisschen schade, dass wir auf Sparrow eben nicht sehen können, wie sich da die CP und das Equipment entwickelt. Aber gut. Vom restlichen Team haben wir die Einsicht, ja. Drace Gaming scheint jetzt auch langsam für die Mitte zu forcen, sind auf jeden Fall ziemlich weit versammelt. Hier allerdings Makaka out of position. Das komplette Team von Second ist zur Stelle. Guter Knock-up hier von Steel. Aber ob das was nützt, werden wir jetzt sehen. Aurora Ultimate gezündet. Und das tut weh. Ja. Noch der Cage zur Stelle, Sparrow mit der Ulti da am Durchfahren. Was ein Shutdown an dieser Stelle hier. Gut. Vier Drace Gaming Member wurden rausgenommen. Das sieht ziemlich. Ja. Ja, jetzt Twinblast. It's time to shine. Mal sehen, ja. Ich glaube eher weniger, dass er das noch deffen kann. Ja, auf jeden Fall. Da steht auch schon der Stun, CC, Chain, Dwarsh. Und wow, was ein Shutdown. Also sowas ist schön zu sehen. Da muss man wirklich sagen, dass das Team gut koordiniert. Da geht man auch sofort noch für Orb Prime. Gut. Ob das jetzt die optimale Wahl ist, ich meine, es war nur noch Twinblast da. Man wäre wahrscheinlich schneller da durchgefahren. Na gut, Second Division kann jetzt schon Pressure auf den In-Hit aufbauen oder ihn sogar down nehmen. Und wenn jetzt noch der Prime dazukommt, also wie es jetzt der Fall ist, sind vier Member von Drace Gaming noch draußen und ja, gut, jetzt sind zwei wieder da, aber jetzt stehen sich drei Leuten mit Orb Prime entgegen, ne? Entgegengesetzt. Noch können sie es halten. Ja. Howitzer ist auch ziemlich solide, finde ich, wenn es um das geht, Objectives zu deffen. Die Ulti hat einfach eine Rage, die ist insane. Also machen jetzt hier weiter an dieser Stelle. Ich denke, mein Gott, sie haben den Prime, sie sind ahead, was Farm angeht und ja, die Kills. Sie könnten jetzt auch gut auf den Offlane-Tower gehen und da den T2-Tower auch noch nehmen, wie es aussieht, wenn sie das auch tun. Gut, da ist es passiert, das haben die Minions schon übernommen. Aber jetzt wird es schwierig, weil selbst mit Orb Prime, da jetzt noch weiter gegen 5 zu pushen, könnte schwierig werden. Da muss man jetzt, muss das Team von Second Division aufpassen, jetzt nicht zu viel zu wollen. Ich meine gesehen zu haben, ja, Decker hat geheilt, das heißt die nächsten 65 Sekunden jetzt hier an der Stelle erstmal kein Heal mehr. Also ein Tower Dive könnte auch hier an der Stelle für das Team noch risky werden. Aber Rampage mit der Ulti,
da wird schon viel tanken können mittlerweile. Aber Second Division scheint auch zu sehen, dass da nicht mehr viel zu holen ist an der Stelle und ziehen sich erstmal zurück, um sich wahrscheinlich neu zu formieren. Neue Vision aufzubauen, ist ja auch alles nötig, um einfach die Oberhand beibehalten zu können. Und da geht Badass auch sofort auf die Safe Lane, da die Wave abfangen. Der T2 Tower auf der Seite, an der Stelle also auch gesaved. Ja, jetzt heißt es wahrscheinlich auch wieder shoppen gehen und dann den nächsten Angriff starten. Rampage und Decker auch links im Jungle hier. Auch alles schön prepared. Also die Wards sind zur linken Seite auf jeden Fall sehr gut verteilt. Volle Vision Control. Der Gegner kann jetzt hier langsam auch wirklich nicht mehr viel machen. Das hätte für Phipps wirklich gefährlich enden können. Ja. Wenn der Gegner da wirklich einen Ward vorne gestanden hätte. Ein, zwei Stunts und da wäre auch gleich der AP Carry weg gewesen. Sie ziehen sich jetzt auch. Also Drace Gaming zurück. Rampage aber auch weit vorne. Muss jetzt auf sein Team hier an der Stelle warten. Er war vielleicht ein bisschen zu früh drin, aber sehen wir, da sitzt der Stein. Aber noch nicht ausbaufähig. Also müssen wir schon ein bisschen warten. Okay, Vulpex ein bisschen weit vorne. Ich meine, der Junge ist wirklich stark, aber auch wenn er jetzt eine CC-Chain abbekommt, könnte das echt gefährlich werden. Ja, da wird auf die Minions gewartet. Und sind jetzt zu dritt gegen 5. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre, weil, wie du sagst, wenn jetzt ein CC kommt, kann das sehr gefährlich werden und kann sich auch ganz schnell wieder drehen dann. Aber weiterhin halten sich Second Division ein bisschen bedeckt, ein bisschen zurück. Die Safe Lane wird gepusht. Das heißt, da haben wir schön die Lanes preparen, dass die von alleine in die Base schon fast laufen. Minions MVP kommt so oft vor. Ja. Aber da reicht halt auch der Schaden auf Seiten von Drace Gaming, um da die Minion Waves auf Support abzufangen. Schönes CC, Sparrow Gush mit der Ulti. Hier Shutdown auch gleich auf. Wer ist jetzt gestorben? Rampage weiter hinterher mit der Ulti immer weiter durch. Da ist auch der Cage von der Decker zur Stelle. Und da ist das gesamte Team von Drace Gaming ausgeschaltet. Und ja, so wie es aussieht. Das war gut gespielt. Das war sehr gut gespielt, ja. Das war wirklich solide, Step by Step, nix. Da ist keiner greedy geworden, da ist man nicht irgendwie stupide in den Gegner gelaufen. Also wirklich sehr, sehr schön hier. Von einer Lane zur nächsten, T1 abholen, T2 und dann langsam die Waves laufen lassen. Sehr gut. Schönes Spiel. Gutes erstes Match hier. Geht an Second Division. Auf jeden Fall verdient. 24 zu 2 in den Kills. Das sagt, glaube ich, alles, was dieses Game angeht. Da war vielleicht, liegt es an den Picks generell? Was würdest du sagen? War das Team von Second Division einfach besser strukturiert? Ja, ich finde schon, auf jeden Fall. Also Sparrow Decker auf jeden Fall. Schon alleine der Stun ist sehr stark. Dann der Cage halt noch dazu. Und wenn du noch so ich nenne sie jetzt mal unmobile Heroes wie Twinblast, Gadget hast, das tut schon weh, ne? Wenn die im Cage stehen, zwei Carries, also wirklich AP und AD Carry einfach weggesnackt, ja. Da kann man auch nicht mehr viel machen, wenn da halt noch ein Howitzer steht. Ich meine, der kann ein, zwei Waves mit der Ulti abfangen, aber dann ist das auch vorbei. Ja, das stimmt. Vor allem Rampage, einfach super stark, wenn es um das geht, Tower zu diven und dergleichen. Ne? Da fällt es echt schwer, also da muss man wirklich auf das achten, dass man versucht, ein, zwei Lanes wirklich möglichst tief im Keller zu halten, was Farm, was Kills angeht, Map Vision und halt. Also es war wirklich ein hartes Matchup, vor allem halt CC-mäßig. Ja. Ich meine, außer Sparrow hatte hier auf Seiten Second Division jeder einen ziemlich starken Stun dabei. Das stimmt allerdings, ja. Ja. Was ich mir vielleicht gewünscht hätte zu sehen, also ich weiß nicht, ich meine, wir haben ja aktuell so einen kleinen Anzeige-Bug, aber es sieht doch schon hier sehr normal aus von den Karten. Crit-Build auf Twinblast. Klar, Crit-Builds aktuell sowieso auf den ganzen ADCs. Altbewährt, funktioniert, klar. Guter Damage. Aber eventuell halt wirklich zu sagen, okay, ich gehe vielleicht halt mit
Asche der Hexe und so weiter, das ist sowieso eine meiner Lieblingskarten aktuell. Ich könnte es fast auf jedem Hero einfach spielen. Ja. Also das ist wirklich gefährlich, ne? Wenn du da die Ulti anmachst, die da durchfährt einfach durch das Gegnerteam und dieser Slow ist wirklich insane. Ja, das stimmt allerdings. Aber da braucht man dann auch, denke ich mal, ein etwas anderes Setup, um da halt auch wirklich dann den optimalen Schaden fahren zu können, weil Twinblast ist halt gut dann in dieser Situation, in den Teamfights, aber wenn dann da der Schaden nicht rüberkommt, ist das auch schwierig dann. Ja gut, ihr Lieben, damit wir das erste Match hier zwischen Second und Division und Race Gaming EU entschieden, würde ich sagen, wechseln wir jetzt noch langsamer in den Pause-Screen. Guckt euch noch ein paar schöne Gameplays vom guten Bachi an. Könnt ihr ja mal auch bei ihm auf YouTube vorbeischauen. Und ja, dann erfahrt ihr es hoffentlich möglichst schnell in den nächsten, sagen wir, 15 Minuten, wenn das nächste Game losgeht. Ja.